Willkommen zurück hier bei Familie Reus. Ja, doch tatsächlich nach Monaten sind wir wieder zurück im Gameplay. Die letzte Folge habt ihr hoffentlich schon gesehen. Ansonsten schaut ihr auf jeden Fall nochmal vorbei. Die kam letzten Freitag, glaube ich. Nee, nicht letzten Freitag, letzten Dienstag. Montag, Dienstag, irgendwann. Also letzte Woche kam die auf jeden Fall. Die letzte Folge, da haben wir an etwas gebaut, was wir hoffentlich diese Folge auch noch mit, mit einbringen werden in das Let's Play oder zumindest uns das schon mal holen werden. Ja, aber wir werden uns jetzt erstmal dem Gameplay widmen. Leon ist schon auf Arbeit und er hat einen negativen Bericht über ein lokales Unternehmen verfasst und einen Interviewpartner falsch zitiert. Das schadet dem Image der Zeitung. Eine Entschuldigung würde die ganze Sache noch mehr in die Schlagzeilen bringen, was vielleicht auch nicht im Sinne des Unternehmens wäre. Aber wenn Leon sich nicht entschuldigt, wird sein Interviewpartner möglicherweise sehr verärgert sein. Wir werden uns trotzdem entschuldigen, denn das gehört nun mal dazu, das ist nur höflich. Wir haben an Glaubwürdigkeit verloren und die Jobleistung ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber wir sind trotzdem ziemlich weit oben. Es kann sogar sein, dass wir heute befördert werden. Sind wir Level 9 oder Stufe 9, dann wären wir an der Spitze der Karriere. Krass, dass wir es mit Leon so weit bringen. Nein, du sollst sie nicht anknurren. Das wäre nett, wenn du sie nicht anknurren würdest. Du kannst hier auf deinem Knochen rumkauen. Das wäre besser, Toffi. Oh, toll, jetzt sind wir aggressiv geworden. Toll, Toffi. Jetzt bist du aggressiv. Du solltest vielleicht mal zur Schule gehen. Und Jamie, muss der nicht auch arbeiten? Oh ja, muss er. Dann geh mal los. Und ich glaube, ja, sie muss auch heute arbeiten, die gute Maya. Da, dann steh mal auf, meine Liebe. Du wirst hoffentlich noch was zu essen auf der Arbeit bekommen. Und die anderen beiden, ach, Sophia ist schon wach, sehr cool. Die anderen beiden können ja arbeiten, wenn sie wollen. Das ist ja das Schöne bei Mika und bei Sophia. Und ihr beiden seid, wie gesagt, bei der Arbeit. Oder nee, bei der Schule. In der Schule, zur Schule. Und du spielst hier gerade mit dem Ball. Sehr schön. Dann kannst du auch gerne mal in den Stall gehen. Kannst was pieseln. Und ein bisschen Heu futtern. Dann sollte es dir besser gehen. Ja, stehst du dann mal bitte auf, Mädchen. Du brauchst ja nicht lange. Ja, ist okay. Geh doch einfach arbeiten. Wie die halt nochmal die Zeit verschwinden, damit sie rumjammern. Geh doch einfach arbeiten, Mädchen. Danke. So, du holst hier die saubere Wäsche ab. Sehr schön. Du kannst dann hier nochmal das Bett machen. Hat Julia leider nicht mehr geschafft. Und danach sollten wir uns mal um den kleinen Toffee hier kümmern. Musst du nicht was futtern? Ja, geh mal hier erstmal futtern. Dann kommen wir runter. Können wir vielleicht auch nochmal hier aufräumen. Können die Post holen. Und dann können wir uns hier auch mit Toffee beschäftigen und ihm sagen, dass er nicht aggressiv sein soll. Weil das ist echt nicht besonders gut, wenn er aggressiv ist. Du kannst mal ein paar Kollegen treffen. Wir müssen die Kunst noch ein bisschen mehr scannen. Ansonsten sieht das alles ganz gut aus. Du bist... Oh, sie ist schon auf Level 10. Wann haben wir denn die Level 10 alle erreicht? Das ist ja heftig. Habe ich schon so viel mit denen gespielt, dass ich das erreicht habe, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich meine, okay, sie ist ziemlich schlecht in ihrem Job, weil sie aber halt auch nie was verkauft. Das ist ja alles nur so ein Alibi-Job. Vielleicht finden wir da irgendwann nochmal einen anderen Job für sie, weil irgendwie ist das alles eher so, So, haben wir gar kein Dingensfutter mehr? Oh, dann sollten wir mal was Neues zubereiten. Warte mal, was haben wir denn da? Ein Bildhauer-Eierschnitt Fluorid. Krass, heftig. Wo haben wir das denn her? Wo haben wir denn das ganze Zeug her? Warum ist das nicht im Kühlschrank? Packen das mal alles im Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, warum sie das alles mit sich rumträgt. Das ist ja... Hat sie das eingekauft? Haben wir das gekauft letztens? Nee, das wäre aber... Das ist ja von der Menge her irgendwie total komisch. Ich weiß gar nicht, warum wir das alles im Inventar haben. Aber ich denke mal, dass es nicht schlecht ist, wenn wir das hier in den Kühlschrank legen. Da hält sich das auch länger als im Inventar. Hallo, kann ich bitte mal alles nehmen? Danke.
Ja, keine Ahnung, warum wir das jetzt alles hier im Inventar haben. Das ist ja interessant, wo wir das alles herhaben. Okay, dann würde ich mal sagen, müssen wir ihn erstmal ein bisschen ausmeckern. Ausschimpfen fürs Aggressivsein, genau. Hä, du sollst arbeiten, Mädchen. Geh doch mal arbeiten. Arbeiten. Oh, jetzt kommt sie nicht aufs Grundstück drauf, okay. Dann machen wir das schnell. So, jetzt sollst du aber arbeiten gehen können, ne? Ja. Sehr gut. So muss das. Wo rennt sie denn dafür hin? Ah, hier rein rennt sie, okay. Was macht Toffee gerade in der Zeit? Nix. Okay, gut. Du bist am Futtern. Sehr schön. Du kannst dann auch rauskommen und ein bisschen Heu futtern. Und dann hier mit dem Pferdeball spielen. So, und du bist auch schon wach. Sehr schön. Den Anruf werden wir mal ignorieren. Ich werde mal die Telefone auch alle stumm schalten, weil eigentlich brauchen wir das nicht immer hören. Das kannst du mal aufräumen. Oh, wir haben ein paar Geschenke bekommen. Toll. Und ein paar Briefe von irgendwelchen Leuten, die was von uns wollen. Aber wir sind ja alle schon vergeben. Deswegen bringt's das leider nicht. Die ganze Familie ist hier schon vergeben. Das ist vergebene Liebesmüh, wie man so schön sagt. Ja, und auch das Spiel hängt manchmal, wie ihr schon ein bisschen seht. Das ist halt leider ein Problem. Allgemein läuft das Spiel nicht so gut. Vor allem bei Familie Reus merke ich das immer wieder. Und deswegen wird es auf jeden Fall in der Zeit, dass wir mal umziehen. Es wird in der Zeit, dass ich mal mein PC ein bisschen aufbessere. Ich wollte mal Sims 3 auf eine SSD installieren und gucken, ob es dann besser läuft. Aber das sind alles Sachen, wofür ich Zeit und Geld und Ahnung brauche. Und davon habe ich von allem irgendwie nicht so viel. Deswegen kann das noch ein bisschen dauern. Aber dann werde ich mich dem auf jeden Fall auch widmen. So, dann kannst du dich umziehen, das Bett machen, das benutzen und dann können wir uns der Kleinen widmen. Ja. Und dann kommen wir wieder zu dir. Du hast ja gerade was mit dem Hund zu tun. Wie gesagt, wir müssen ihn halt ausschimpfen. Das geht halt so eigentlich gar nicht. Wenn der aggressiv wird, das müssen wir ihm irgendwie wieder austreiben. Austreiben klingt jetzt irgendwie auch fies, aber der darf nicht aggressiv bleiben. Jetzt mal ganz ehrlich. Es vibriert mein Handy. Sorry, dass ihr das gehört habt. Ich mach's mal aus. Die Zuhörer kleben förmlich an seinen Lippen, als er die Werte der guten alten Zeit preist. Seine Kollegen sind beeindruckt. Okay. Okay. Keine Ahnung. Sind seine Kollegen beeindruckt? Herzlichen Glückwunsch. So, natürlich haben wir unseren kleinen Toffee noch lieb, aber er sollte halt nicht aggressiv sein. Das ist halt echt nicht gut. Das ist schade irgendwie. So, was gibt's denn? Ententierfutter, würde ich sagen. So, ich würde mal sie schon mal aufwecken, die Luena, damit sie nicht zu lang schläft. Ist auch nicht gut. Na, die kleine Süße. Ist halt echt knuffig. So, ich würde sagen, du kannst jetzt auch mit deinen Freunden sprechen. Hast genug an den Hausaufgaben gearbeitet. Du bist dann eigentlich auch schon fast fertig mit Arbeiten. Danach kannst du auf jeden Fall nach Hause kommen. Kannst du mal duschen gehen und dann ein bisschen reden üben. Denn wir müssen Charisma und Schreiben noch ein bisschen verbessern. Hoffen wir mal, dass wir das so einigermaßen hinbekommen. Wie geht's dem Pferdi soweit? Euch geht's ganz gut, okay. Also noch ein bisschen rumgaloppieren.
Und dann werdet ihr euch mal ein bisschen miteinander beschäftigen. Sieht schon ein bisschen lustig aus. Sieht ein bisschen aus wie ein LKW, wie sie sich bewegt, wie sie halt immer so rückwärts laufen muss, damit sie irgendwo hinkommt. Ist schon lustig irgendwie. So, du kannst dann hier draußen noch mal ein bisschen kauen, während Sophia Essen macht. Auf jeden Fall gut. So, und wir kümmern uns um die kleine Luena. Es ist halt, ich spiele so gerne mit Familie Reus, aber es ist halt auch echt schade, wie schlecht das Spiel aktuell läuft. Und ich weiß auch, dass es unter anderem daran liegt, dass mein PC so schlecht ist. Am Samstag 18 Uhr findet eine Tanzveranstaltung ab statt. Cool. Oh, wir sind jetzt in Nachrichtensprecher. Wir sind auf Level Stufe 10 angestiegen. Leon ist am Ziel seiner Träume und kann schalten und walten, wie er möchte. Aber irgendwie war sein Traum was anderes. Er wollte eigentlich professioneller Autor werden. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich dem Autorentum widmen. Der Sache, die er eigentlich machen wollte. Nachdem wir jetzt hier an der Spitze der Karriere angekommen sind. Ruhig und besonnen verliest du durch deine strahlend weißen Zähne die Nachrichten des Tages. Und eine ganze Stadt hängt an deinen Lippen. Als Nachrichtensprecher bist du der vertrauenswürdigste Sim überhaupt. Genieße deine Berühmtheit, verkünde den Massen die Neuigkeiten aus aller Welt und vergiss bloß nicht eins, um es eine geruhsame Nacht zu wünschen. Ach, schön. Müssen wir mal gucken, wie viele Arbeitszeiten wir jetzt eigentlich noch haben. Jamie ist auch fertig mit Arbeiten. Wir haben nur noch 4 Tage die Woche Arbeit. Das ist auch cool. Was ist mit dir? Gewonnen. Gewinnen macht halt einfach Spaß. Okay, er hat irgendwas gewonnen. Interessant. Ja, wo ich das hier sehe, wollen wir uns doch eigentlich mal dem Garten widmen, oder? Dann kannst du definitiv nach Hause kommen und dann hier erstmal den Garten pflegen, würde ich behaupten. Ja, doch, das wäre, glaube ich, ganz gut. So, okay, du machst gerade das Futter. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich würde sagen, ihr müsst euch erstmal ein bisschen miteinander beschäftigen. Einfach damit euer Soziales ein bisschen besser aussieht. Und dann könnt ihr euch wieder einander widmen. Oh, Level 7. Sehr cool. So, wenn du damit fertig bist, kannst du direkt noch was essen. Erstmal füllen wir den Napf. Und zwar erst mal ein bisschen gegrillten Lachs. Das klingt doch ganz gut. Oh, Jamie ist zu Hause. Sehr cool. Ist halt blöd, dass wir jetzt so einen aggressiven Hund haben. Ich wollte eigentlich immer. Das Doofe ist halt, dass dieses mit den Zeitungen, wenn die Postbotin kommt, das passiert immer automatisch. Man kann das gar nicht, ich kann das nur abbrechen, aber selbst wenn ich es abbreche, zählt das ja trotzdem als Aktion quasi. Und er wird trotzdem irgendwie er wird irgendwie aggressiv. Trotzdem, das ist halt blöd. So, wir sind halt im Debattierclub. Das ist gut zu wissen. Können ja dann eigentlich auf jeden Fall auch Janie einladen, mit uns auf den Ball zu gehen. Das ist definitiv drin. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Was können wir denn machen nach der Schule? Es ist Mittwoch, wir sollten also auf jeden Fall unsere Hausaufgaben machen heute. Wollen wir zu Janie? Ich weiß es noch nicht genau. So, ach ja, genau. Wir bringen ihr erstmal bei aufs Töpfchen zu gehen. Das wäre nämlich ganz gut, glaube ich. Du kannst danach dann auch hier rüberkrabbeln. Oh, sie hat gelernt, aufs Töpfchen zu gehen. Sehr cool. Und der gute Julian hat Logik Level 3 erreicht. Also sieht von den Fähigkeiten schon nicht schlecht aus. Vor allem Charisma Level 6. Der Charmeur Julian, ey. Richtig heftig. Und eine Gehaltserhöhung. 500 Simoleons. Wow. Krass. Krass, krass. So, ja, du bist dann damit auch gleich fertig. Du müsstest noch ein bisschen Kunst scannen. Wo könnten wir denn hingehen? Wo wäre es denn schön? Was könnten wir denn heute so machen?
ist die Frage. Ja, ich weiß gar nicht wirklich, was wir machen wollen, weil ich habe noch ein, zwei Ziele. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was wir sonst noch so wirklich machen könnten, was cool wäre. Wir könnten eigentlich mal hier das Zeugs kaufen, oder? Wir könnten eigentlich direkt mal das Grundstück kaufen. Oh, ich dachte, ich hätte das gespeichert, ey. Wir können ihr Grundstück auf jeden Fall kaufen, aber ich dachte, ich hätte gespeichert, dass ich den Namen gegeben habe. Krass, dass ich das nicht gespeichert habe. Ja, nee, nicht Grundstück besuchen. Können wir das Grundstück nicht kaufen? Ich dachte, wir können Strände kaufen. Na, wir gucken einfach mal zu Hause, ob wir das dann kaufen können. Das Hausboot können wir auf jeden Fall kaufen. Das habt ihr ja vielleicht gerade schon gesehen, dass da Grundstück kaufen stand. Ich dachte halt, ich hätte die alle beide benannt, aber jetzt habe ich das scheinbar doch nicht gespeichert, wie ich die benannt habe. Und gerade habe ich irgendwie keine Lust, da nochmal hinzugehen, weil das Spiel dann vielleicht ein bisschen mehr laggy wird. Und darauf habe ich irgendwie gerade keine Lust. So, du möchtest den Bauch kraulen, dann machen wir das direkt doch mal. Und danach können wir eigentlich auch hier hochgehen. Ach nee, können wir gerade nicht. Da musst du dich so umziehen. Ziehst du deine Reiterklamotten an und dann gehen wir rüber zu den Pferdis. So. Dann packen wir Luena in den Hochstuhl. Das sollte ja so passen, oder? Oh. Wir wollen sehen, wie sie erfolgreich älter wird. Das ist schön. Dann würde ich sagen, kannst du erstmal duschen gehen. Und dann gucken wir mal. Sie haben ja hier keinen Laptop oder kein PC und so. Deswegen ist das jetzt schwierig. Machen wir das mal hier. Und zwar würde ich gern Immobilien. Immobilien ansehen? Keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, umstylen lassen wollen wir uns nicht. Wir wollten eigentlich so bleiben, wie wir aussehen. Wir wollten ja auch nochmal Ian gratulieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das mittlerweile überhaupt noch können. So, aber wenn du damit fertig bist, könnten wir ja auch mal Ian besuchen, ne? Könnten wir ja eigentlich mal machen. Wo wohnen die denn? Waren die nicht hier? Uwe wohnt da. Aber wohnt da nicht Ian auch? Ich weiß es gerade echt nicht. Ah, da wohnen die Wardens. Okay, dann können wir da Nauset besuchen. Ja, und wie gesagt, also umziehen möchte ich auf jeden Fall. Und ich möchte dafür vorher noch ein, zwei Sachen erledigen. Also ich würde, also vor allem eine Sache, nämlich ich hätte gern das Einhorn mit Sophia, dass wir das Einhorn bekommen. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Ansonsten müssen wir halt ohne Einhorn nach Riverview umziehen. Aber vor allem muss ich die Stadt halt erstmal umgestalten und das ist die viel schwierigere Aufgabe. Da sitze ich noch dran. Da gibt es noch viel zu erledigen. Ich wollte sogar den ein oder anderen Stream mal damit machen, weil das ja ganz lustig wäre eigentlich, dass ihr das auch mit anschauen könnt, wie ich da umgestalte und sowas. Aber mal gucken. So, wie sieht es mit dir aus? Aufgaben hast du gerade keine. Ich überlege gerade, ob du überhaupt hierher kommen möchtest. Ja, aber irgendwie deine Freunde sind gerade auch alle nicht zu Hause, ne? Irgendwie nicht so. Wir können ja mal zu dem Spielplatz da hinten gehen und können da ein bisschen spielen, können da Hausaufgaben machen und so. Einfach, dass wir nicht so, nur zu Hause hocken, quasi. Oder du könntest mit dem Hund dahin gehen. Stimmt. Du könntest eigentlich mit Toffi zusammen dahin gehen. Oder kannst du mit dem nicht Gassi gehen? Ich dachte, du kannst mit dem Gassi gehen. Doch, kannst du. Genau, dann gehen wir nämlich zum Spielplatz da hinten zusammen. Können sie da spielen und alles.
So, wie sieht es mit den Pferdis aus? Genau, du hast das, dann kannst du trinken und dann noch ein bisschen rumgaloppieren. Und du kannst dich dann mit Salira beschäftigen. Die Klasse von Julian unternimmt morgen einen Ausflug. Ja, klar, können wir gern hingehen. Wir müssen anflüstern, Hals kraulen. Ja. Geht's ihr auf jeden Fall besser. Okay. Ja, die ganze Zeit mit dem Multitasking muss ich natürlich auch noch irgendwie ein bisschen lernen, weil ich lange nicht mehr bei Familie Reuss war. Und auch vorher nicht wirklich. Also in der Zeit noch nicht wirklich in der Richtung quasi geübt war, dass ich jetzt irgendwie anders mit Familien gespielt hätte, die so viele Sims haben. Deswegen wird das lustig. Wo bist du gerade? Ach, du warst auf dem Weg nach Hause. Genau, wir wollten ja eigentlich überlegen, ob wir jetzt zu ihnen gehen. Aber wir könnten. Ist das ein Teenager? Ja, wir können eigentlich zu Uwe mal nach Hause gehen. Könnt den mal besuchen. Bevor wir halt gar keinen besuchen und so. Bevor wir halt immer nur zu Hause hocken, ist doch eigentlich viel cooler, wenn man mal unterwegs ist, oder? So, du übst hier nach wie vor. Wie gut sieht es denn eigentlich aktuell aus? Geht so. Okay, wie gesagt, du gehst spazieren. Das machst du toll. Das sieht auch voll süß aus. Und ich würde sagen, ihr beide könnt dann eigentlich auch mal wieder auf ein Turnier gehen, oder? Also dann. Oh Gott, wo war das nochmal? Hierhin galoppieren, genau. Und vor allem ist auch gerade das Sommerfest. Da sollten wir vielleicht auch mal hingehen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal dort waren. Aber das wäre vielleicht auch mal eine Idee. So, wir gehen erstmal hier zu Uwe nach Hause. Wohnt der hier alleine oder mit wem wohnt der zusammen? Ich weiß es gar nicht. Sind auf jeden Fall schon richtig gut befreundet. Er ist ja quasi ein Großcousin. Weil, ja. Seine Mutter ist ja die Schwester seiner Oma, quasi. Deswegen ist es ein Großcousin. Also seine Mutter, Uwes Mutter ist ja Theresa und Theresa war Philipps Bruder und Philipp ist ja quasi der Opa von Julian. Deswegen, so, insofern sind sie verwandt. So, dann machen wir erstmal ein Kompliment über das Haus. Lernen ein bisschen kennen. Fragen, ob wir übernachten können. Können ein bisschen von Hunden schwärmen und einen Insider-Witz erzählen. Dann können wir vielleicht auch zusammen Hausaufgaben machen oder so. Oh, hier kann man ja gar nicht wirklich Hausaufgaben machen. Egal. Hausaufgaben machen mit Uwe. So, ja, genau. Das sind unsere beiden Grundstücke, die wir haben. Genau. Genau, zu Verkauf stehende Grundstücke. Unbenanntes Grundstück, genau. Da müsste das mit dabei sein. Da muss ich das erstmal benennen. Hausaufgaben machen mit Uwe. Dann werde ich das eben mal kurz benennen und hoffen, dass das Spiel währenddessen nicht abkackt oder sowas. Aber wir müssen mal das, ja, die beiden Sachen benennen. Weil eigentlich hatte ich gedacht, hätte ich das gemacht, aber dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, gut. Habe ich eben schnell umbenannt. Das heißt, wir können jetzt nochmal uns die Immobilien ansehen. Und dann hoffentlich neue zum Verkauf stehende Objekte finden, die wir dann auch einfach kaufen können. Was stehst du eigentlich hier? Hast du den Müll jetzt da in den Mülleimer gebracht? Ernsthaft, Mika? Da hast du es im Müll geschmissen. Alles klar. Ach, herrje. Naja, gut. Gut, Mika. Dann kitzeln wir die Kleine mal, werfen in die Luft und versuchen ihr noch was beizubringen heute Abend. Bevor wir da sonst gar nichts mehr erreicht haben. Aber wir werden erstmal schauen, ob wir die Immobilien kaufen können. So, also zum Verkauf stehende Sachen. Ich habe den
Das Dingens, den Strand habe ich. Oh, es ist nicht da. Aber man kann doch die Strände kaufen, oder? Bin mir gerade unsicher. Wir können auf jeden Fall das Ferienboot kaufen. Das werden wir jetzt erstmal machen. Ansonsten muss ich gucken, vielleicht muss ich den Strand zu einer anderen Grundstücksart ändern, damit ich es kaufen kann. Wartet mal. Hä? Haben wir das jetzt gekauft schon? Okay, das, den Reusschen Strand quasi können wir nicht kaufen, aber können wir das kaufen? Grundstück kaufen. Kauf das doch mal bitte. Mädchen. Kauf sie doch bitte einfach mal an. Also kauf es doch halt einfach bitte mal. Das wäre cool. Danke. Gut, haben wir das auch erledigt. Dass wir das jetzt auch machen. Ja, wie gesagt, den Strand müssen wir mal gucken. Möchte ich auf jeden Fall auch kaufen. Machen wir aber vielleicht eine andere Grundstücksart draus, weil es ja scheinbar gerade nicht unbedingt geht. So, wen haben wir denn hier? Milena Linz, Svenja Worden und Ian Worden. Also die beiden sind scheinbar verheiratet. Deswegen, ja, grüßen wir ihn erstmal ganz freundschaftlich. Was sind denn jetzt für Probleme? So, dann machen wir Kompliment über sein Haus. Können wir ihn denn überhaupt noch gratulieren? Weiß ich natürlich jetzt nicht, aber wir quatschen einfach mal mit ihm. Ist natürlich auch gut, einfach mal unseren Cousin ein bisschen kennenzulernen. Gut. Du bist genau auf deinem Pferdchen. Dann reiten wir mal in Richtung Turnier. Im Galopp, meine Gute. Im Galopp. Ich möchte euch schneller hier sehen, als ich Reitzentrum sagen kann. Was jetzt leider nicht passiert ist, aber hey. So, die sind schon fast da. So halb. Klar, finde ich ganz viel zu Hause. Ach so, das hatten wir Julian mit Julian gefragt. Stimmt, ich habe mich gerade gewundert, so hä? Florst. So, haben wir auf jeden Fall eine Dusche. Wir haben nur ein Bett. Wohnt der hier ganz alleine? Der ist doch ein Teenager. Krass. Ist der hier ganz alleine, ja. Aber macht erstmal ein paar Hausaufgaben zusammen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich meine, die können ja, glaube ich, auch zusammen in einem Bett schlafen, oder? Ich weiß nicht, wie das bei Teenagern ist. Ob die da dann nicht zusammen in einem Bett schlafen können. Ansonsten kann er halt hier nicht übernachten. Aber immerhin können wir schon mal so lange hier bleiben, wie wir wollen. Das ist, glaube ich, ganz gut in der Sache. So. Okay. Wow, 43.000 direkt für das Hausboot ausgegeben. Jetzt ist es unseres. Yay! Unser Hausboot. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie die Änderungen nicht gespeichert. Ich hatte hier nämlich noch ein paar Lichter platziert. Aber die sind da jetzt nicht. Auf jeden Fall ist jetzt dieses Hausboot unseres, was wir in der letzten Folge gekauft haben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen. Wenn nicht, schaut dann nochmal rein. Und ich müsste jetzt auch hoffentlich, wenn ich es nicht vergessen habe, in der letzten Folge den Download-Link reingepackt haben. Also, dass ihr ja, beim Sims 3 Exchange das Haus kostenlos runterladen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr das haben wollt. Solltet ihr das machen können, solltet euch das Grundstück holen können, also dieses Hausboot. Ihr braucht natürlich Sims 3 Inselparadies dafür, damit das Hausboot auch benutzbar ist, also damit es halt als Hausboot benutzbar ist. Ich glaube, andernfalls könnt ihr es noch nicht mal runterladen. Aber ja, könnt ihr es auch für euch haben. Wie gesagt, ich habe da den Link reingepackt in der letzten Folge. Ich werde wahrscheinlich auch in diese Folge den Link nochmal reinpacken, einfach damit ihr es dann findet. Aber normalerweise findet ihr es vor allem in der letzten Folge, da wurde das ja gebaut. Und ich würde gerne den Strand kaufen. Aber kann ich scheinbar nicht. Werden wir irgendwann in den nächsten Folgen nochmal machen. Dann werde ich dafür gesorgt haben, dass wir das kaufen können. So, was könnten wir denn machen? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir uns mit irgendjemandem anfreunden könnten. Mit Jamie vielleicht. Aber Jamie ist gerade beschäftigt. Sophia ist schon dort. Das heißt, wir können da am Turnier teilnehmen. Möchtest du irgendwas Bestimmtes gewinnen? Internationales Querfeld einrennen. Also die heftigste Stufe quasi. Na, da hast du dir aber was vorgenommen, Salira.
Sie möchte ja dran teilnehmen, also machen wir das natürlich auch. Maja, meine Liebste. Ja, ich würde sagen, du gehst zu eurem Laden und wirst da ein bisschen was machen. Und du kannst ihr eigentlich mal gerade das Sprechen beibringen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, ihr seid jetzt noch nicht ganz da, aber fast da. Sie ist eigentlich schon ziemlich müde und eigentlich müsste sie direkt wieder nach Hause. Wir werden hier aber noch ein bisschen spielen. Wir werden noch Hausaufgaben machen. Ja. Aber noch ein bisschen den Abend genießen, solange wir halt können. So, einmal hier auf dem Spielplatz spielen. Und danach, wie gesagt, Hausaufgaben machen. Und du kannst hier eigentlich ein bisschen Sammelobjekte schnüffeln. So, mit wem sie sich alles anfreunden will, ey. So, Maja. Gut, bist im Laden angekommen. Dann würde ich sagen, kannst du eigentlich mal was malen? Und danach kannst du ja auch noch eine Skulptur anfertigen. Oder, ja, mal erstmal nur. So, wir sind der 11. Platz. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser hier. Wie gut läuft's bei euch beiden? 45%, 25, okay. Du kannst auf jeden Fall hier duschen gehen, das ist dir erlaubt. Wir sollen das mit Victoria Laverly anfreunden. Okay, können wir probieren. Und dann können wir auch gerne noch eine Sprengfalle machen. Haha. Wir es können. Und dann können wir vielleicht auch nochmal fernsehen. Einfach hier den Abend genießen. So. Immerhin schon Platz 8. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Bin mal gespannt, wie gut das hier wird. Hä? Mit was freunden die sich gerade an? So. Wie gesagt, gratulieren können wir, glaube ich, nicht mehr. Dafür sind wir zu spät hergekommen. Aber egal. Hauptsache, wir freuen uns bis mit unserem Cousin an. Ein bisschen über Politik diskutieren. Dann können wir eigentlich nochmal mit Svenja reden, mit unserer Cousine quasi, oder? Nee. Keine Ahnung, wie auch immer man die jetzt nennen will. Mit der Frau unserer unseres Cousins halt. Die gute Svenja. So, oh, wir sind schon Platz 4. Sehr gut, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall Preisgeld. Komm schon, alles auf eine Karte. Werd schneller, Salira, du schaffst das. Platz 3! Das ist ja schon mal richtig gut. Wie läuft es mit den anderen soweit? Ja, wir können uns hier das anschauen. Platz 3. Komm schon, du schaffst das, Salira. Salira, komm schon. Yes, wir sind Platz 2. Oh, komm, den letzten überholst du auch noch. Nein, okay, wir bleiben Platz 2. Aber hey, es ist ein guter Platz 2 geworden. Mit 1600, so haben wir uns verdient. Die haben wir uns redlich verdient, würde ich mal behaupten. Das war doch cool. Also, es ist nicht schlecht geworden, das Turnier, muss man sagen. Wie gesagt, das hast du dir auf jeden Fall verdient. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt zu den Einhörnern oder ist Luisa zu Hause? Nee, wo ist sie denn gerade? Ich würde gerne zu ihr nach Hause und mich mit der Katze anfreunden. Warte mal. Ist das Einhorn irgendwo hier? Wie sind diese komischen Wolken? Oder sind das andere Wolken? Sind das Wolken des Todes? Ich weiß es gerade nicht. So. Wartet. Ah, das ist hier von Geistern heimgesucht. Deswegen sind hier wahrscheinlich solche Wolken. Das hat mich jetzt schon gewundert, ob das die Einhornwolken sind. Aber die Einhornwolken sind ja eigentlich auch kleiner und alles. Ich glaube, die sehen wir heute nicht. Ich würde halt gern.
Ich würde gerne mit zu Luisa. So, wir lassen sie mal nicht grasen, sondern wir laden einfach mal Luisa ein, oder? Irgendwo hin. Machen wir doch einfach mal das. Obwohl, nee, wir wollen ja eigentlich uns mit der Katze anfreunden. Ist vielleicht die Katze trotzdem zu Hause? Ich will mich ja eigentlich nur mit der Katze anfreunden, damit wir uns dann das Einhorn holen können. Die Katze ist bestimmt zu Hause. Na komm, wir reiten erstmal aus. Dann vielleicht finden wir doch noch die Einhörner oder vielleicht kommt doch noch Luisa irgendwann nach Hause. Aber wir können erstmal einen Ausritt machen. Das ist ja auch immer nicht schlecht. So. Wie läuft's mit dir? Wenn du fertig bist, gehst du auf jeden Fall nach Hause. Oh, aber hier ist ein kleiner, ein Junge. Jero Johnson, den können wir eigentlich mal begrüßen. Oh, hier ist ein Wildpferd. Eigentlich können wir uns mit dem noch mal kurz anfreunden. Zumindest so ein bisschen ihn kennenlernen, sagen wir es mal so. So, und du? Wolltest dich eigentlich noch mal hier mit Svenja ein bisschen anfreunden. So. Czar Stoop. Oh. Europe, the door, you know? Czar Bezo Nord. Okay, gut. Wo seid ihr? Ach so, ihr seid mit dem Austritt schon fertig quasi. Dann halt nicht. Aber warum ist Luisa nicht zu Hause? Ich habe irgendwie Bock, dass Luisa nach Hause zu dingensen, dass wir sie auf jeden Fall treffen. Aber ich glaube, das bringt es auch nicht wirklich. Hast du irgendwelche Aufgaben? Schneller Sprint. Ja, ich würde halt auch gern wieder zum Einhorn gehen. Sind die vielleicht hier heute? Nee. Ja, komm, dann reiten wir nach Hause. Und du lernst noch den Jungen kennen. Ich weiß grad echt gerade nicht, wie lange ich die Folge noch mache. Sonst ist eigentlich schon viel zu lang. Hä, wo ist der Junge denn jetzt hin? Oh, dann halt nicht. Geh nach Hause. Wenn ich will. Hey. Oh, Luena hat das Sprechen gelernt. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die wir jetzt am Ende der Folge hin geschafft haben. Damit würde ich sagen, können wir die Folge jetzt auch beenden. Die ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Aber ja, ne? Kam ja jetzt so lange nicht mehr. Ich versuche aber auf jeden Fall mehr von mir Reus jetzt in Zukunft zu bringen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal hier mit Familie Reus wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ciao!